Speedramping in Resolve. Das heißt, wir machen einen Clip schneller, langsamer, je nachdem, und machen damit das ganze Video dynamischer. Wie das Ganze funktioniert, schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Wir ziehen erstmal wieder natürlich unseren Clip in die Timeline. In diesem Fall haben wir diesen Clip hier genommen und wir wollen, dass der Clip schnell anfängt, irgendwann in der Mitte kurz langsamer wird und am Ende nochmal langsamer wird oder irgendwie sowas. Darum soll es auch gar nicht gehen, sondern es geht eigentlich eher um die Technik dahinter. Wir klicken auf unseren Clip, den wir eben bearbeiten wollen, retimen bzw. speedrampen wollen, machen den Rechtsklick drauf und gehen in die Retime Curve. Wie wir sehen, kommt hier unten so ein Fenster und hier steht Retime Frame. Das ist nicht das, was wir brauchen, das lassen wir aber angeklickt, aber wir brauchen hier Retime Speed. Sobald wir Retime Speed haben, können wir auch schon uns unsere Parts raussuchen. Also ich hätte gern, dass es langsam losgeht für 5 Frames. Dann setze ich hier mit diesem Punkt hier einen Keyframe. Und sehen, hier ist der Keyframe. Und wir wollen, dass es schnell ist, bis beide in der Luft sind. Bis hier. Und jetzt haben wir hier nämlich 2 Keyframes gesetzt. Und damit haben wir die Möglichkeit, quasi das so schnell zu machen, wie wir wollen. Wenn uns diese 300%, die wir gerade im Moment hier haben, nicht reichen sollten, können wir hier auch einfach ganz so hoch gehen, wie wir wollen. Machen wir es mal auf 600. Wenn wir es uns jetzt anschauen, dann sieht man, die fliegen schon fast direkt nach oben. Die werden rauskatapultiert sozusagen. Und den Flug lassen wir drin. Und wenn sie landen, hier wollen wir das Ganze nochmal langsamer machen. Auch das ist in Resolve möglich. Wir setzen wieder hier einen Keyframe, gehen bis hierhin, wo wir es eben haben wollen, und ziehen das Ganze nach unten. Wir verlangsamen es jetzt mal um die Hälfte. Wenn wir es uns jetzt anschauen, landen sie und es ruckelt natürlich, weil die Framerate, wie man hier herüben erkennen kann, nur 25 Frames pro Sekunde sind. 25 Frames ist natürlich das, was das Auge sehen kann. Das heißt, das sind keine extra Frames, die wir verlangsamen können. Und deswegen müssen wir uns da was anderes einfallen lassen. Aber Resolve hat sowas Tolles, das nennt sich Optical Flow. Optical Flow macht nichts anderes, als es schaut sich die Frames an und versucht mathematisch zu errechnen, was in dem Frame in der Mitte passieren könnte. Das heißt, wir gehen hier einmal in Retime and Scaling und wählen aus als Retime Process Optical Flow. So, das Problem bei Optical Flow jedoch teilweise ist, dass er natürlich nicht jeden Frame perfekt berechnen kann. Das heißt, manchmal passiert es, dass dann komische Artefakte passieren, so wie hier gerade der Reifen. Ja, hier sieht man, wenn man genauer hinschaut, dass der Reifen leider nicht ganz an der richtigen Stelle ist. Da gibt es leider auch nicht direkt was, was man machen kann. Bei mancher Footage funktioniert es deutlich besser, bei mancher eben leider nicht so gut. Je höher die Auflösung des Ganzen ist, desto besser funktioniert es. Wir haben hier leider gerade nur ein 720p-Bild. Wenn das Ganze 4K ist, dann funktioniert das natürlich deutlich besser, weil er eben mehr Pixel hat, die er interpolieren kann und somit das richtige Bild mathematisch errechnen kann. Aber mit der Retime Curve kann man nicht nur Keyframes eben setzen. Nein, wir haben auch die Möglichkeit, diese Keyframes zu ändern. Denn wenn wir hier draufklicken, können wir hier mit diesem Tool das Ganze linear machen. Das heißt, wir haben wieder, wie zum Beispiel in After Effects, sogenannte Easy Ease Keyframes. Beziehungsweise hier haben wir eben eine Easy Ease Curve. Das heißt, die wird langsam schnell und dann wieder langsam zur normalen Geschwindigkeit, beziehungsweise ist es ja die schnelle Geschwindigkeit, aber es ist eben nicht abgehakt linear, so wie hier, erkennt man auch ganz gut. Wir haben quasi eine Sinuskurve und dadurch ist das Ganze eben ein bisschen smoother. Hier wird es dann wieder direkt langsam, aber wir können eben auch zum Beispiel diese Kurve steiler oder weniger steil machen. Das heißt, wir können auch wirklich das Ganze so langsam machen, dass die ewig brauchen, bis die oben sind. Das heißt, es wird langsam schneller und dann wieder so ein abgeflachtes Plateau.
Ich hoffe, euch hat das Tutorial was gebracht. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, wie das Retimen in Resolve funktioniert. Ja, und damit bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!